So sehen Sieger aus. Das verschmitzte Lächeln verschwindet nach der Pressekonferenz hinter der Maske. Der CSU dagegen ist das Lachen vergangen. Es fällt schwer, die Niederlage einzugestehen. Es ist darüber hinaus deutlich geworden, dass Markus Söder unheimlich begeistert hat in den letzten 9, 10 Tagen im ganzen Land. Am Ende muss man aber auch sagen, es geht nicht nur darum, der Kandidat der Herzen zu sein, sondern es entscheidet auch die Mehrheit. Der Unionsmachtkampf hat heftige Spuren hinterlassen. In der Wählergunst krachte die Union auf 21%, deutlich hinter den Grünen, die ihre Kanzlerkandidatin einvernehmlich gefunden haben und dafür offenbar belohnt werden. Auf satte 28% geht es rauf. Armin Laschet muss jetzt die Gräben zuschütten, will in den Kreisverbänden für Zuversicht werben und hofft darauf, dass die CSU mitzieht. Gemeinsam werden wir dieses Land in die Zukunft führen und Markus Söder wird eine zentrale Rolle dabei spielen. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass die Union, CDU und CSU jetzt als Team in den Wahlkampf gehen. Und genau da liegt das Problem, glauben politische Beobachter, falls sich Söder in die Spollecke verzieht. Das wird interessant im Wahlkampf, weil wenn er diese Reserviertheit weiter ausstrahlt, dann wird es ziemlich schwer für die CDU, den eigenen Spitzenkandidaten Laschet als aussichtsreichen Kandidaten darzustellen, weil es wirkt ja immer so, als würde die CSU im Herzen einen anderen tragen. Und auch die Kanzlerin hat Laschet bislang nicht unterstützt. Der Wahlkampf könnte für den 60-Jährigen härter werden, als er vielleicht dachte.